Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Das Skyward Sword. Oh, nee. Wir werden direkt hier von den Dingern angegriffen. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich dran war. Hier war irgendwie so ein fetter Dings eingeschlagen. Jetzt rennt mir da ein Gorone hinterher. Und jetzt. Aha, ich weiß nicht, was ich machen soll. Alles schlägt sich einer hoch. Komm ich nicht. Ach, da. Was bringt mir das? Warum ist der Gorone so dumm und beschützt das nicht? Ach, keine Ahnung. Ich habe einen Geheimweg gefunden. Oh. Toll. Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringen soll. Ich habe auch keine Ahnung, wie man da durchkommen soll. Vielleicht muss ich die besiegen in einem Kampf. Oh, shit! Jimma Mongrey. Ah, jetzt kann ich da hoch. Jetzt fetzt er mich da hoch. Hat fast geklappt. Oh, nee! Oh, die funktionieren nicht, die Dinger. Die sind defekt. Warte, ich warte jetzt, bis der wieder aufgeht und dann greife ich den an. Okay. Kann es sein, dass der gerade aufsteht? Ah. Ja, ist okay. Oh Gott. Aua. Muss der mich immer einmal treffen, bevor das geht, oder was? So. Und jetzt kann man da hochkatapultiert werden, hoffe ich zumindest. Ja, hat funktioniert. So, diese Goronen können doch eigentlich voll locker durch den Dampf durch, oder nicht? Da komme ich vermutlich jetzt nicht hoch. Denn ich habe keine Wolf-Super-Ultra-Power. Aber da könnte ich durchkommen. Okay. Okay, einfach 10-mal draufhauen. Warum muss der mich immer erst einmal treffen? WTF? Okay, der muss mich nicht einmal treffen. Ich muss den dann treffen, während dieses dumme Hauen ist. Oh Gott, ich fliege da eh runter. Okay. Meine Frage, sollte man hier hoch, oder? Ich habe nämlich gerade das Gefühl, dass man eigentlich da unten hin sollte. Weil ich jetzt nur hier hochgeflattert bin, weil, keine Ahnung warum. Ja gut, dann bin ich jetzt mal hier, ne? Kann man da runter? Oh Gott. Ja, ich glaube, man sollte hier... Nee, wo soll... Hä? Ach, keine Ahnung, ich gehe jetzt dafür rüber. Ist das dort richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich habe genug Geld. Aber da sind Herzen, die brauche ich. Ja, ist okay. Ah, ich habe schon mal keinen Herzcontainer oder Herzteil mehr gefunden, besser gesagt. So, renne erstmal gegen die Wand. Wie kommen wir denn voll zu zurückgehen? Oh Gott, das Dampf. Renne ich gerade ernsthaft zurück? Nee, oder? Vielleicht komme ich mir da nur so bekannt vor, weil ich hier eben schon mal war. Oh Gott. Sieh jetzt. Oh. Ah, nee. Dampf. Ah, nee. Oh, oh. Das ist jetzt eine awkward Situation. Situation vor allem. Hi. Es geht nichts mehr ein Freiluftbad am Abend. Kann man stundenlang im heißen Wasser liegen und die Sterne betrachten. Also ist halt schon mal nicht so wie bei Pokémon, die dann irgendwie von Wasser geschwächt werden. Wenigstens haben die Unterhosen an. Hui. Haben die sonst auch Hosen an? Ich wollte nämlich gerade eben schon sagen, es ist gut, dass die keine Hosen an haben, aber die haben ja Hosen an. Hast du Hosen an? Nö. Okay, das ist komisch. Hast du Hosen an? Oh Gott. Hast du Hosen? Achso, du bist ein Händler. Geil. Du bist einfach ein Händler. Wisst ihr, was cool ist? Was ich auch schon immer mal irgendwie gerne gehabt hätte. Und da gibt es auch, glaube ich, warte, erzähl ich gleich. Wir werden es mit einem Andenken an die Therme. Lol. Ist das Lampenöl? Achso. Milch. Was bringt das? Füllt das mal mein Leben auf, oder wie? Ich glaube, ich hole mir mal hiervon ein bisschen. Ja. Gut. Gut, dann kann ich die Milch jetzt auch gar nicht mehr kaufen, denn... Oder? Ach, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Weil ich brauche eigentlich auch nochmal Öl. Was ist denn das leer gehen? Ich habe keins. Okay. Oh, nein. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, okay, der hat doch eine Hose an, ne? Hast du eine Hose an? Ich guck mal ganz elegant dahin. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ja, ich hab nichts angeguckt oder so. Oh Gott, ist der häselig. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh shit. Ich dachte, ich könnte jetzt da reinspringen. Ach genau, weil ich sagen wollte. Ich hätte schon immer so gerne. Bei so einer SpongeBob-Folge, da kam doch mal so was, wo. Achso, ich muss wieder da hoch. Oder? Lalala, ich mach nix, okay. Da haben die große Krabbe so überflutet und da draußen so ein Schwimmbad mit so einem. Ja. Praktisch Restaurant gemacht. Also so, man konnte da halt schwimmen und plötzlich was bestellen und essen und so. Und sowas fand ich schon immer extrem cool und wollte das immer mal haben, echt.
Aber leider gibt das Wasser hier nirgendwo. Außerdem ist er doch voll gefährlich. Oh shit. Weil, was ist, wenn das Essen an den Wasser fällt und so und das ganze Wasser voll gesifft? Oh. Ich habe keine Ahnung, wie man die am besten besiegt. Und ich schalte kaputt und ich schaffe jetzt den Stein in die Schnauze. Ah. Ha. Oh Gott, das war keine gute Idee. Ha. Jetzt sind, wo ich jetzt hinfliege, wenn ich das aufgebe. Ich mache das einfach mal. YOLO! Okay, hat geklappt. Ich weiß, dass ich beim ersten Mal, wo ich das hier gespielt habe, extreme Probleme hatte, die hochzukommen. Warum kriege ich das jetzt so einfach hin? Wahrscheinlich, weil es einfach ist und ich bin einfach nur extrem dumm. Oh, ich hasse diesen Rauch, der einen verarscht. Komme ich jetzt da vorbei? Komme ich da überhaupt vorbei? Wieso kann ich eigentlich nicht da unten drunter durchkrabbeln? Ich meine, da ist doch genug Platz da hinten. Ja, okay, das scheint irgendwie nicht zu gehen. Komme ich da nicht durch? Muss ich dann da runter? Ne, da war ich doch gerade. Hä? Kannst du nicht im Kreis latschen oder so? Geht jetzt ab? Hä? Oh, trägt die schöne Kometen. Kommt die eigentlich her? Aus dem gar nichts. Cool. Oh Gott. Musste der mir jetzt direkt auf den Kopf zu fliegen? Wieso kann ich denn da durch? Shit. Aber da macht mir ja keinen Schaden. Ich muss doch irgendwie da durchkommen. Ich bin noch die ganze Zeit überlegen. Ach, warte mal. Was ist denn, wenn ich das mache? LOL, ich kann einfach da durch. Gott sei Dank bin ich jetzt auf die Idee gekommen, ey. Ich habe gedacht, weil der Dampf tut einem ja weh, ne? Der lässt einen nur wegfliegen. Oh, das war extrem knapp, dass ich auf die Idee gekommen wäre, weil ich wollte schon wieder zurücklaufen, ey. Hoho. Okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber links schon mal ein bisschen. Oh Gott, da muss man da nichts anderes machen, ey. Wie lange das immer dauert. La 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 la. Aber jetzt habe ich wieder volles Leben. Weil ich überfahren worden bin, das gibt natürlich Sinn. Gott, was haben die für einen scheiß Weg hier hoch? Stell dich mal vor, ihr müsstet da immer... Oh Gott. Langlaufen. Oh, Geld, den ich nicht brauche. Hey, warum habe ich einmal wieder... Achso, weil ich mir Lampenöl da gekauft habe, ne? Ah, oh, shit, das ist so gut funktioniert. Warte mal, ich könnte ja... Wie macht man das Schild raus? Ah, ja, genau. Huah! Ich wollte nur... Wie ausgesehen haben. Muss gerade. Ich wollte nur... Wie nimmt man das Schild raus? So, ne? Wenn er mich jetzt haut. Aha. Ah, ich habe gerade ein neues Prinzip von Zelda verstanden. Man kann einfach sein Schild rausholen und dann... Oh, ich fliege da runter, ich fliege da runter. Oh, Gott sei Dank. Man kann sein Schild rausholen und dann wird man nicht getroffen. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Auch schon dazugelernt nach 100 Jahren Zelda spielen. Whee! Ihr müsst wissen, ich benutze Schilde nie. In gar keinen Spielen. Es gibt nun kein Spiel, in dem ich irgendwie Schilder benutze. Schilder, Schilde. Schilder ist ja falsche Wort, ne? Kommt jetzt das, was ich denke? Ja. Hier dran kann ich mich auch noch erinnern. Oh Gott. Oh, holy shit, ey. Ich kann mich eigentlich an alles so ein bisschen erinnern, aber erst wenn ich halt wieder sehe, ist irgendwie klar, ne? Dieser Kerl ist sowas von stark. Gegen den habt ihr nicht mal zusammen eine Chance. Ich glaube schon. Gott, ist das der König oder was? Der kleiner und viel schwächer aussieht als alle anderen. Ich bin einer der Ältesten der Korone. Man nennt mich Don Korone. Ha 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 ha. Wegen Don Korone, Korone. Ha 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 ha. Zurzeit führe ich an der Stelle unseres Oberhaupts Grogor die Koronen an. Kommst du aus dem Dorf am Fuße des Berges? Dass du es bis hierher geschafft hast, ist eine beeindruckende Leistung für einen Menschen. Ja, weil die so dumm sind, deine Wachen da nicht aufgepasst haben. Aber! Hier beginnt der für unser Volk heilige Ort. Wir können nicht einfach zulassen, dass Fremde ihn entweihen. Oh, nee. Ja, Link, wenn du jetzt reden könntest, ne? Dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn du unbedingt hier durch willst, musst du mich schon im Kampf besiegen. Willst du das wagen? Okay. Oh nein. Aber wenigstens, glaube ich, das letzte Mal, dass man so einen Scheiß macht. Und ja, jetzt sehe ich auch, dass die alle Hosen anhaben. Dumm. Yeah, schon wieder gegen alte Männer kämpfen. Das macht Spaß. Matsch. Ich habe eben so ein Erdbeer-Nachtisch-Dings gegessen, wo ich schon wieder vergessen habe, wie das heißt.
Jetzt habe ich so Erdbeerkörner zwischen den Zähnen hängen, das ist ein bisschen eklig. Ich weiß gar nicht, wie die Steuerung geht. Oh, scheiße. Holy! Ernsthaft? Oh. Bin ich dumm? Ich komm wieder! Oh, was? Du willst nochmal kämpfen? Ich will kämpfen. Wie dumm ich war. Wieso habe ich vergessen, die scheiß Stiefel anzuziehen, ey? Und ich glaube, das war gewollt, dass da passiert. Weil man hat sie eigentlich gar nicht die Chance, die Stiefel anzuziehen, ne? Ha! Ha! Ey, ich bin auf einmal voll der Pro. What the fuck? Ich hab verstanden, wie das geht. Ey, ich war voll der professionelle Meister. Alle Achtung, du bist gar nicht schlecht. Hoffentlich nicht nochmal. Soll ich dir etwas zeigen? Oh Gott. Was passiert jetzt? Du hast es sicher schon bemerkt, oder? Unser Berg spuckt unaufhörlich Feuer. Als es uns vier Ältesten zum ersten Mal auffiel, haben wir uns gleich mit unserem Oberhaupt Grogor die Sache angesehen. Trifft man die vier anderen Ältesten noch oder die drei anderen Ältesten? Wir mussten doch den kostbaren Schatz retten, den uns die Lichtgeister anvertraut hatten. Grogor wollte an sich nehmen, aber gleich nachdem er den Schatz berührt hatte, wurde er in eine widerliche, abnormale Kreatur verwandelt. Ja, hört sich sehr gut an. Dann fing er an, willkürlich herumzutoben. Er war völlig verwirrt und die Vulkanausbrüche wurden noch viel schlimmer als zuvor. Mit äußerster Kraftanstrengung haben wir ihn im Innersten des Berges eingekerkert. Aber es ist beschämt, das zu sagen, aber mehr konnten wir einfach nicht tun. Bitte, du musst Grogor helfen. Sicher waren wir... Waren es die Lichtgeister, die dich hierher geführt haben? Ja. Ich, Don Corone, bitte dich in aller Demut, unser Volk zu helfen. Unser Volk zu helfen, genau, das hat auch gestanden. Ja. Lass den Jungen passieren. Oh, nee. Ich würde mal sagen, jetzt kommt hier so Feuer-Dungeon, ne? Ja, ich geh da mal, ne? Tschüss. Oh, ja. Oh Gott. Ich sehe es schon kommen. Einen schrecklichen Feuerboss, an den ich mich jetzt gerade auch nicht mehr erinnern kann. Aber sobald ich ihn sehe, werde ich wieder wissen, wer das ist. Oh nee, ey. Sieht nicht so schön aus. Ich hasse Lava und Feuer und so. Ich mag viel mehr die Wasserlevel. Die sind so schön. Und irgendwie kommen die einem so ungefährlich vor. Yay, direkt mal hier hinrennen. Ui. Hier treffe ich bestimmt die Tante wieder, oder? Hab ich auch gar nicht so viel Lust drauf. Springen wir einfach hier rüber, mach YOLO. Oh, das sieht nicht so schön aus. Ich will darüber, das sieht viel gefährlicher aus. Oh Gott, ist das lebensgefährlich. Oh Gott, fast daneben gejumpt. Gut, das hätten wir schon mal geschafft. Oh, stimmt, hier kam ich doch an manchen Sachen einfach nicht weiter. Oh ja, hier erinnere ich mich an viele Dinge, an die ich nicht weiterkam. Viele Sachen, wo ich nicht weiterkam. Unter anderem dieses scheiß Seil da. Das weiß ich noch. Oh Gott, schnell. Oh! Ey, was wäre passiert, wenn er wieder angegangen wäre? Wäre ich hier richtig verreckt. Oh nein. Voll auf Zeit. So, hier hinstellen. So, dann anmachen. Dann direkt wieder ausmachen und dann weglaufen. Das ist voll unfair, wie die Zeit schon wegläuft, während man, Während noch die Zwischensequenz da kommt. Aber man hat ja richtig viel Zeit, da können wir ja zu Fuß hingehen. Zu Fuß hingehen will ich sowieso, ich meine, gehen, laufen. Ist da oben Gegner? Nee. Erstaunlich, bis jetzt habe ich noch kein Leben verloren. Hä? Kann ich nicht hochklettern oder was? Ach, ich kann mal wieder zurück. Ja, doch toll, danke für diese wunderbare Möglichkeit, die ich nicht nutzen will. Nee, oder? Oh. Ich weiß, warum er so viel Zeit hatte. Weil ich auch noch da entlang muss. Wow! Scheiße! Ich wollte probieren, ob man sich rollen kann und dann da drunter durchkommt, aber... Soll ich einfach mal machen? Ja, aber dann sterbe ich. Nee, komm. Ich will euch jetzt keinen Lava-Tod antun. Das ist bestimmt nicht so angenehm. Oh Gott. Aber warum zur Hölle kann er sich ernsthaft nicht an so Netzen da festhalten? Das ist so richtig dumm.
Zelda-Logik. Zelda-Logik. Ah! Link, du bist irgendwie manchmal ein ganz kleines bisschen behindert. Okay. Hey, jetzt ist diese Zwischensequenz hinter gewesen. Heißt das, ich habe jetzt mehr Zeit? Irgendwie asozial. Oh Gott, was kommt da für ein Vieh? Ah. Okay. Kriegen wir hier in diesem Dungeon wohl ein neues Item? Bestimmt. Aber was für eins? Und jetzt? Hier hoch oder was? Nee, hier oben ist ja gar nichts. Gott, ich mag den Dungeon nicht. Ich hasse Feuer. Da ist irgendein Gammelvieh. Oh! Oh Gott. Hab ich gesehen, dass da eine Klippe war. Er ist geplatzt. Kam aus dem Teil da gerade die Truhe raus? WTF? Voll die normalen Gegner und Truhe rauskommen. Oh, ich brauch kein Geld. Leider passt nur da. Eigentlich schon. Mal, der hätte das ja auch mir geben können. Und dann meine Truhe voll machen können. Aber nee. Die zwei Rubine kann ich leider nicht mitholen. Das ist zu viel. Okay, da will ich auch nicht lang. Würde ich sagen, hüpfen wir mal hier rüber. Oh. Ich will mal eine neue, größere Börse haben, weil irgendwie bin ich die ganze Zeit eine zu kleine. Okay. Ich habe gerade die Decke gekotet. Okay, hier muss ich dann mal nicht entlang. Dann gehen wir mal dadurch. Oh, da ist einer. Ich habe genau gesehen.